da oben das Holz knarzen, bis sie kommen, haben wir eine sehr gute Aussicht. Da werde ich mal rausschauen. Ja, was ist denn das? Was, wofür ist das da? Ich denke, das ist für alte Leute. Ja, also wie ein Altenheim. Ne, ich meine jetzt die Kuppel allgemein hier. Ach so. Einfach so Aussicht und so. Kann ich mir auch nicht ganz erklären. Ah ja. Jetzt sind wir quasi ganz oben. Das knarzt echt heftig. Servus. Das ist ein stinknormales Haus, oder? Nee, weil jetzt was ist nee. Irgendwas mit einer Bühne. Ja. Hä, die Häuser wirken von außen immer so klein. Ich dachte auch schon. Hm. Nicht so geil. Ja, das Haus ist allgemein ziemlich zerstört, ne? Küche. Ich hab da sowas verpasst, ey. Naja. Das ist mega spannend da. Das war's dann auch schon, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich hätte sicher, dass das so ein schöner Raum hier ist, aber das habe ich noch nicht gesagt. Sonst hätte ich jetzt gleich sagen können, dass es hier ein Müller ist. Boah, das ist ja verpissen worden. Ich sehe das Flugschiff. Das passt doch überhaupt nicht in den Raum aufteilen, oder? Für mich ist das hier mit dem Glas hier, das ist für mich wie so eine Durchreiche. Alter, das passt doch nicht. Aber das ist doch ein Flugschiff. Na, ich brauche mal Shampoo oder so, ne? Dann ja. So, gibt mir das hier durch. Ja, verstehe. Ja. Können wir bitte den aufmachen? Ja. Okay. Geh mal weiter und leucht mal in die Richtung dann. Simon. Ja, leucht mal so, genau. Noch ein Klo. Boah, der Boden, das ist echt nicht geil hier zu laufen irgendwie. Boah, krass. Da ist ja noch voll viel Überhang. Gell? Das sah schon geil aus. Da geht auch unter Schande, ne? Oder? Aber da ist, glaube ich, der Anfang wieder. Da geht es nochmal rüber. Ne. Aber die Türen sehen noch gut aus, gell? Ja, die Bretter sind ja super neu. Wahnsinn. Ach krass, das. Da gibt's noch eins höher. Aber ich weiß nicht, die Stufen sehen schon echt nicht mehr gut aus. Da geh ich nicht mehr hoch. Dabei ist da echt noch viel überall. Da oben könnte man noch rein, ja. Wir waren halt nur da. Da gibt's überall noch mindestens einen dritten Stock. Ja, das würde ich halt nicht machen, wenn es oben so eingestürzt ist. Nee, auf gar keinen Fall.
viel zu gefährlich. Boah, schau mal da oben. Ja, du kannst nur noch zwei Stockwerke weiter. Ja. Es geht noch mega weit rauf. Aber das ist halt alles so morsch, dass wir da nicht rauf können. Und alles zerfallen. Ab dem zweiten Stock ungefähr. Wir sind jetzt übrigens gerade bei diesem Spot hier angekommen. Das ist ein cooler Aussichtsturm, leider gesperrt anscheinend. Ich vermute mal wegen Corona, aber es hat anscheinend zwischen 9 und 17 Uhr offen. Also der Turm konnte mal hoch. Wir haben eine mega Aussicht. Hier oben ist es echt ziemlich kalt, deswegen muss ich auch gleich wieder rein. Ich habe nur so eine dünne Jacke gerade an. Ja genau, das heißt, der Turm ist ziemlich cool. So, Pizza ist fertig, ne? Ja. Perfekt. Kannst du den Film einfach mal, ne? Wie du, boah! Dich, wie du dich verbrennst. Ja. Da muss ich hin. Hilfe, kennt die? Mal, sie darf ja nicht klemmen. Ah, hier. Besser. Also erst muss die Form raus, das ist klar. So, wir sind immer noch auf dem Platz hier oben. Jetzt ist kurz nach 11. Der Turm hier hinter mir, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, wurde übrigens 1900 errichtet, steht oben drauf. Ganz interessant. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen geredet, ein bisschen was getrunken, gegessen. Genau, Schnee ist ziemlich kalt beim Zähneputzen und Abwaschen von Besteck und Geschirr. Ja, genau, und das haben wir alles, musste ich alles machen. Christian hat ja gekocht. Da hinten stehen sie, sieht man wahrscheinlich kaum. Genau. Und wir haben kostenloses WLAN hier oben. Voll lustig, der Parkplatz. Ist auch noch ganz interessant, genau. Wir sehen uns dann morgen früh wieder, ne? Wenn es auf den nächsten Lost Place geht. Morgen steht nochmal eine Firma, glaube ich, an. Die ist ganz interessant. Und dann vielleicht noch so ein Paintball-Gelände. So ein altes. Müssen wir mal schauen, was man so alles finden und sehen. Genau, bis morgen früh dann. Ciao, ciao. Guten Morgen aus dem Bus. Alles ein bisschen beschlagen. Die Nacht war ein bisschen kalt, aber wesentlich besser als gestern. Gestern war es sehr kalt, obwohl wir heute relativ hoch sind auf dem Berg, ne, mit dem Turm. Der Turm hat leider immer noch zu. Der Christian gerade schon nachgeschaut. Bisschen schade, steht dran eigentlich, dass es offen hat. Genau, wir frühstücken jetzt noch kurz und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Also packen noch schnell unsere Sachen. Und dann geht's zur Fabrik. So viel zu dem Stand jetzt. Keine Ahnung, was noch so alles kommt. Jo, bis später dann. Das hat schon mal gebrannt, ne? Oh, okay.
da schon mal rein dann. Ah ja. Aber unten ist immer Holz, gell? Komisch. Da, die wird auch zu sein, ne? Welcher Aufzug? Ah, das ist ein Aufzug, okay. Ich hab hier drüben. Kommt mal rauf oder kann man noch rausschauen? Ja, man kann rausschauen, aber bisher voll aufgepräsentiert hat, weil auch überall Häuser sind. Das ist der Lastenzug wieder, gell? Na gut, sehen tut man nicht viel, ne? Okay, das war's jetzt eigentlich mit der Tour. Hier, das hintere Gebäude. Da sind wir gerade noch drin gewesen. Das ist irgendeine Holzfabrik wahrscheinlich gewesen. Genauer wissen wir es eigentlich auch nicht. Unten waren ziemlich viele Bretter. Ansonsten war es sehr leergeräumt, muss man sagen. Man muss auch dazu sagen, das waren meine ersten Lost Places überhaupt. Deswegen war ich noch ein bisschen uninformiert und habe mich eher von den anderen ein bisschen führen lassen. Und die haben mir alles ein bisschen so gezeigt. Deswegen konnte ich dazu jetzt erstmal nicht so viel sagen. War aber trotzdem sehr interessant und es werden bestimmt einige Folgen, also einige andere Lost Places, deswegen seid gespannt. Ja genau, die Tour ist jetzt quasi zu Ende. Hier ist nochmal ein kurzer Berg, wo die beiden hochfahren wollen. Ich filme das Ganze nochmal ganz kurz und dann geht's eigentlich auch schon wieder heim. Ja genau, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video dann wieder. Gell?